kann dir auch nicht helfen. Die wollen alle Kohle sehen und ich auch. Was stellst du dir eigentlich vor? Du kriegst es morgen. Morgen habe ich wieder Geld. Ich schwör's dir, kein Witz. Ich kann drauf sitzen, komm, hau ab. Willi, du weißt doch, wenn ich mich aufs Kreuz lege, du kennst mich doch. Ich sag dir, besorg dir Geld. Wie man das macht, das weißt du. Ich will es nicht immer so machen. Und mir ist egal, wie du das machst. Was ist denn los? Nichts ist los. Darf man nicht fragen, wie der reingekommen ist? Nachdem es hier manchmal zugeht wie in einem Taubenschlag. Wo kommst du her? Bekommt man denn keine Antwort mehr? Ich geh wieder weg. Willst du nicht noch mal rein? Nein.
Tür los? Die ist aufgebrochen. Guck dir das an. Vielleicht ist jemand in der Wohnung. Das ganze Schloss ist raus. Na los, geh doch mal rein. Verdammter Mist. Ausgerechnet jetzt. Was machen wir? Alles durchwühlt. Lass alles so liegen. Komm jetzt. Warte mal. Geht's Ihnen nicht gut? Doch, doch. Kriegen Sie keine Luft mehr? Doch, doch, es geht schon. Jakob! Jakob! Bin gerade beim Essen. Bei dir brennt's wohl. Ja, ich... Was passiert? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Maschinenfeuer? Ja. Na los, komm. Eine Tote. Ja, eine junge Frau lag im Schlafzimmer auf dem Bett. Und die beiden Männer? Einen habe ich noch ganz kurz gesehen und dann bin ich abgehauen. Sie sind dir nicht nach? Nein. Und der im Fahrstuhl? Ich war ja total fertig. Das hat er mir angesehen. Er hat gesagt, geht's Ihnen nicht gut? Du hast die Frau nicht umgebracht. Nein, nein. Ich schwör's dir, Jakob, ich habe der Frau nichts getan. Wer sie auch umgebracht hat, sie werden es dir in die Schuhe schieben. Es hat dich jemand gesehen und der wird sagen, da war im Fahrstuhl ein junger Mann, der hatte völlig die Nerven verloren. Du musst zur Polizei gehen. Sag offen, was du erlebt hast. Jakob, das kann ich doch nicht machen. Weswegen willst du in den Knast? Wegen Einbruch oder wegen Mord? Geh gleich zur Mordkommission. Erzähl alles, haargenau, beschönige nichts. Nur so hast du eine Chance. Hast du was mitgehen lassen? Ja, ein Sparbuch und ein paar Münzen. Und das hier. Das willst du doch wohl nicht mir geben. Legst der Polizei auf den Tisch. Und noch was. Kein Wort über den, der dir diesen Tipp gegeben hat. Sie werden dich auch nach deinem Hehler fragen. Und mein Name bleibt aus dem Spiel. Klar? Mhm. Gut. Dann zeig noch mal das Zeug. Na, die Uhr ist gut. Hätte ich dir was für gegeben. Das ist nichts Besonderes. Könntest du mir wenigstens ein bisschen Geld geben? Sag mal, hast du eigentlich nichts anderes im Kopf als deinen Druck? Du, ich hab dir gesagt, was du tun musst. Geh zur Polizei. Eine ziemlich wilde Geschichte, die Sie da erzählen. Sie brechen ein und finden eine Tote. Sie glauben doch nicht, dass wir Ihnen die Geschichte abnehmen. Da kommen Sie raus mit der Sprache. Sie haben eingebrochen, wurden überrascht und haben die Frau umgebracht. Nein, nein, es war so, wie ich sagte. Deswegen bin ich ja hier. Gut, ich habe den Einbruch gemacht, das gebe ich ja zu, aber mit der Toten habe ich nichts zu tun. Na, dann wollen wir mal. Hallo? Meine. Aha. Ihr Werkzeug? Ja. Die Tasche ist weg. Wo ist denn nun Ihre Tote? Ich weiß nicht. Da lag sie da im Bett, auf dem Bett. Ich sah die Tote. Plötzlich hörte ich eine Stimme. Jemand sagte, was ist denn mit der Tür los? Dann sagte jemand anders, die Tür ist aufgebrochen. Hier muss jemand in der Wohnung sein. Ich habe dann alles stehen und liegen gelassen und bin raus durch diese Tür in die Diele. Sagen Sie mir, was reden Sie denn da? Meinen Sie vielleicht, dass Ihre beiden Männer die Tote weggeschleppt haben? Falsches Kind. Und vielleicht eine Fantasie. Warum kommt er zu uns? Nur um uns zu sagen, dass er in Wohnungen einbricht? Ja, hast du auch wieder recht.
Sie sagten, hier habe eine Tasche gelegen. Ja, eine Damenhandtasche. Nun, Sie haben die Tasche aufgemacht. Und was haben Sie rausgenommen? Ja, die Kette mit dem Amulett. War sonst noch was in der Tasche? Papiere, Ausweise, Schlüssel, Zigaretten, ein Plastikfeuerzeug, nichts Besonderes. Was für Ausweise waren das? Ein Personalausweis und ein Führerschein. Auf welchen Namen ausgestellt? Haben sich die Ausweise nicht angesehen? Doch, aber nur ganz flüchtig. Moment, warten Sie auf den... An den Vornamen kann ich mich erinnern, weil er so kurz war. Ich glaube, Ruth. Wir sollten mal feststellen, wem die Wohnung eigentlich gehört. Der Wohnungsinhaber ist Karl Hauweg. Darf ich mal sehen? Bitte? Jahrgang 42. Kaufmann, was ist er denn für ein Kaufmann? Vertreter, Sportartikel. Ist die ganze Woche unterwegs, kommt immer nur zum Wochenende. Wohnt er allein? Ja. Er ist, glaube ich, geschieden oder lebt getrennt von seiner Frau. Benutzt sonst noch jemand diese Wohnung? Wissen Sie, wie viele Wohnungen hier im Hochhaus sind? Das geht hier aus und ein. Ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind, woher sie kommen und wohin sie gehen. Hallo? Wer sind Sie? Was machen Sie hier in meiner Wohnung? Sind Sie Herr Hauweg? Karl Hauweg? Ja, und ich frage Sie, was Sie hier machen. Ja, was ist denn mit der Tür los? Sie ist eingebrochen worden. Was? Ja. Kriminalpolizei. Eingebrochen? Ja, aber es fehlt nicht viel, fast nichts. Und was fehlt, ist es wieder da. Wollen Sie mir nicht endlich mal erklären, was hier eigentlich los war? Wer ist denn das? Der Einbrecher. Der Einbrecher? Der Einbrecher, hat man ihn erwischt? Hat man endlich mal einen erwischt? Sonst hören Sie auf! Na, einsperren nützt doch nichts. Windelweich muss man die schlagen. Das ist doch das Einzige. Na, meinen Sie, das ist angenehm, nach Hause zu kommen und die Wohnung so vorzufinden? Nein, nein, sicher nicht. Bitte beruhigen Sie sich jetzt mal, Herr Hauweg. Gehen Sie hinaus und warten Sie mal draußen. Sie lassen ihn gehen? Tja, er hat sich ja selbst gestellt. Er hat sich selbst gestellt? Hm. Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie, Herr Hauweg. Ja, Sie sind, wie wir gehört haben, Handelsvertreter und unter der Woche nicht zu Hause. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Und die Wohnung steht die Woche über leer? Ja. Hat irgendjemand einen Schlüssel zu dieser Wohnung? Was soll diese Frage? Wollen Sie sie nicht erstmal beantworten? Weil die Frage muss ja irgendeinen Sinn haben. Also, ich wohne allein hier und niemand hat einen Schlüssel. Sie sind verheiratet? Nee. Wir leben getrennt. Hat Ihre Frau einen Schlüssel zu der Wohnung? Nein. Oder sonst jemand? Ich sagte doch schon nein. Also wollen Sie mir nicht endlich erklären, warum Sie mir solche Fragen stellen? Ja, doch. Unser junger Mann, dieser Einbrecher, der fand in Ihrer Wohnung eine Tote. Eine Tote? Was für eine Tote? Eine junge Frau. In ihrem Schlafzimmer. Eine Tote, sagen Sie? Ja, was soll das heißen? Was soll das heißen? Wollen Sie damit sagen, ermordet? Ja, das wissen wir leider nicht. Der junge Mann hat uns verständigt, aber die Tote war nicht mehr da. Was ist denn das für eine Geschichte? Eine Tote und dann wieder keine Tote? Während der junge Mann im Schlafzimmer die Tote fand, hörte er Stimmen. Stimmen von zwei Männern, die hereinkamen, die sich darüber wunderten, dass die Tür aufgebrochen war. Also sie kamen herein und
Er natürlich in Panik. Er ahnte davon. Zwei Männer. Zwei Männer. Und er hat die Stimmen gehört? Er hat ihre Stimmen gehört. Aber gesehen hat er sie nicht? Einen. Einen hat er gesehen. Also ganz offenbar waren diese beiden Männer doch im Besitz eines Schlüssels zu ihrer Wohnung. Ist doch ganz unmöglich. Ich habe niemandem einen Schlüssel gegeben. Ja, glauben Sie denn diesen Mann? Findet hier eine Tote? Und jetzt, wo ist er denn? Meinen Sie, man könnte hier so einfach eine Tote durchs Haus tragen? Ja, wohin denn? Und wie soll es jetzt weitergehen? Muss ich ausziehen, weil hier ein Mord stattgefunden hat, wie? Nein, Sie können Ihre Wohnung ruhig benutzen. Na Gott sei Dank. Wissen Sie, ich bin ziemlich müde. Die ganze Woche treibe ich mich auf dem Lande herum. Das ist ein harter Job. Ich möchte mich jetzt in meine Badewanne legen. Was dagegen? Nein, nichts dagegen. Ach, Harry, gib doch bitte Herrn Horwig seine Sachen zurück. Ach, danke. Das gehört mir nicht. Nein, die hat unser Einbrecher aus einer Damenhandtasche genommen, die hier auf dem Sessel gelegen hat, auf dem sie eben gesessen hat. Was wollen Sie trinken? Keinen Alkohol. Kaffee? In Ordnung. Bringen Sie zwei Kaffee bitte, ja? Also deswegen. Seit wann? Haben Sie mal versucht aufzuhören? Aufhören? Aufhören? Das geht doch nicht, wenn das so einfach wäre. Sie wollen doch alle raus. Glauben Sie, dass das irgendjemand ungeheuer spaßig findet? Ich weiß auch, dass es ein Scheißleben ist. Aber noch spinne ich nicht. Wenn ich sage, dass deine Tote war, dann war da eine. Ja, ja, ist ja gut. Ich glaub dir ja. Bitte schön. Danke. Bitte schön. Danke. Und wieso ist sie dann plötzlich weg? Zwei Männer, ein kurzer Weg bis zum Fahrstuhl, der gleich runter geht bis in die Tiefgarage. Also, wenn man da ein bisschen Glück hat und dann niemanden sieht, dann... Hm? Okay, okay, ich habe schon gedacht, ich bin wahnsinnig. Naja, das kann ja vielleicht noch kommen. Ich dachte, probier's mal. Koks, Heroin. Man sucht ja immer eine neue Art zu sehen. Deswegen kam ich drauf, dass man vielleicht in sich selber ein paar neue Bilder findet. Bist du da, Erich? Warum meldest du dich nicht? Mein Vater. Er hat ein kaputtes Hüftgelenk. Ich bin ja da, ich komm gleich. Komm ich in den Knast wegen dem Einbruch? Wahrscheinlich. Das ist das erste Mal. Ja. Ich habe Angst davor. Die meisten werden da ja halt wahnsinnig. Wollen Sie ein Bild kaufen? Es gibt Leute, die halten was davon. Von meiner Art zu malen, von meinen Bildern. Ich würde es auch ganz billig abgeben, aber... Sie brauchen Geld. Ja. Warum kommst du nicht? Ich komm ja! Ich kann dir kein Bild abkaufen. Nein. Okay, ich will Ihnen keins aufdrängen. Wissen Sie, das Blöde ist, ich dachte immer, man kann besser malen, man würde einen gewaltigen Schwung kriegen, aber das war ein Irrtum. Ich habe mich getäuscht, ich habe mich selber aufs Kreuz gelegt. Und jetzt komme ich nicht mehr runter. Erich! Und plötzlich macht einen alles wahnsinnig. Der auch. Was willst du denn? Ich bin ja da. Musst du immer so durch die Wohnung schreien? Du hast Besuch. Siehst du ja. Mein Vater. Mein Name ist Fisker. Tut mir leid, dass ich nicht aufstehen kann, aber ich habe eine kaputte Hüfte. Bin darauf angewiesen, dass man mir hilft. Deswegen sind Sie hier. Kaufen Sie ihm keine Bilder ab. Soll ich Ihnen sagen, was er mit dem Geld macht? Das musst du ihm nicht sagen, das weiß er. Hast du ihm deinen Arm gezeigt? Den muss ich ihm nicht zeigen. Was sagen Sie dazu? Eine Jugend, die sich selbst umbringt. Nichts. Also in den Fotos von vermissten Frauen ist seine Tote nicht dabei.
Vielleicht wird sie noch nicht vermisst. Das kann natürlich sein. Geben Sie her. Ich werde doch noch wiedergeben können, weil ich gesehen habe. Ich bin Maler. Ich habe Porträts gelernt. Also in dem Zustand kann man nicht mit ihm arbeiten. Der hat doch totalen Entzug. Stefan, ich meine, es ist doch nicht ungewöhnlich, dass solche Leute Halluzinationen haben. Ja, vielleicht war die Tote auch eine Halluzination. Das Amulett, wer weiß, wo er das her hat. Ich meine, bis jetzt gibt es keinen Beweis für diese Geschichte. Und einen Mord ohne Leichen, den gibt es nun mal nicht. Er hat einen der Männer gesehen. Naja, vielleicht in seiner Einbildung. Ich kann nicht. Haben Sie es schon mal mit einer Therapie versucht? Das kostet Geld, das habe ich nicht. Und ich halte das auch nicht durch. Soll ich mich mal darum kümmern? Wie denn kümmern? Wollen Sie das bezahlen? Zunächst geht es ja erstmal um einen Platz. Warum sollten Sie das tun? Na ja, weil mir Ihre Bilder gefallen haben. Meine Bilder gefallen Ihnen? Ja, ich verstehe zwar nicht viel von Bildern, aber was mir gefällt, das weiß ich. Ich bin's. Danke. Wollen Sie nicht doch eins kaufen? Ich gebe es Ihnen für 80, für 50. Ich kann Ihnen nicht helfen. Nicht auf diese Weise. Ach, dann schenke ich Ihnen eins. Suchen Sie sich eins aus. Hallo Erich, bist du da? Ich habe doch gesagt, dass ich da bin. Was wollen Sie von mir? Kann ich reinkommen? Ja, bitte. Ja, Sie haben da eine Geschichte erzählt, die mir nicht aus dem Kopf geht. Ich möchte sie gerne mal hören. Von Ihnen hören. Vielleicht habe ich da was nicht verstanden. Also, Sie haben einen von den beiden Männern gesehen. Ja. Herr Haurig? Ja. Ich bin's. Was ist denn da los draußen? Erich! Kommen Sie, bitte. Sie haben sich aber schnell die Adresse besorgt, was? Na hören Sie mal. Meine Tür ist kaputt, das Schloss ist nicht mehr zu gebrochen. Wer bezahlt mir denn das? Doch wohl der, der den Schaden angerichtet hat. Weil deswegen bin ich hier. Na kommen Sie. Was ist, haben Sie die Rechnung mitgebracht, oder? Rechnung? Na, zunächst wollte ich mal sehen, ob Sie nicht schon eingesperrt haben. Aber damit hat die Polizei wohl nicht so eilig. Aber was ich wissen will, ist, kann er überhaupt bezahlen oder nicht? Er hat keinen Pfennig. Das habe ich mir gedacht. Naja, da ich Sie hier schon mal antreffe, was ist denn nun mit dieser Mordgeschichte? Deswegen sind Sie auch hier. Ja, natürlich. Das werden Sie auch verstehen. Ich wollte mir die ganze Geschichte von ihm noch mal erzählen lassen. Ja, haben Sie denn nun irgendwo eine Tote gefunden? Nein. Dann hat er sich das auch alles ausgedacht. Ja, ja, das ist nicht auszuschließen, ja. Ja, weiß so ein Scheißkerl eigentlich, was er damit anrichtet? Das sind doch Hirngespinste, nicht? Ausgedacht, um sich interessant zu machen. So sieht das aus. Habe ich recht? Ja, Sie könnten recht haben. Ja. Also dann. Aber mit den Rechnungen komme ich noch. Moment, was war seine erste Frage an Sie, als er reinkam? Ich hätte doch einen der Männer gesehen. Ich möchte Ihnen ein Bild abkaufen. Stefan, du weißt doch, was er mit dem Geld machen wird. Ja. Natürlich weiß ich das. Harry, der Junge hat keinen Pfennig Geld, der tut mir leid. Er wohnt da mit seinem schwerkranken Vater und wenn er den Stoff sich besorgen will, tut das. So oder so. Eine neue Vermisstenanzeige, eben reingekommen. Eine junge Frau, 23 Jahre alt, Ruth Sokal. Ja, kommen Sie nur rein. Danke.
Die zweite Tür rechts. Sie ist seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen. Ich bin die Zimmervermieterin. Die Schwester ist da. Ich habe sie angerufen und sie ist gleich gekommen. Vor einer Woche erhielt ich diesen Brief von meiner Schwester. Sie ist seit einem Monat in München, um eine Stellung zu suchen. Sie schreibt, dass sie eine gefunden hat. Das klingt doch eigentlich alles sehr vergnügt. Das klingt ganz optimistisch. Sie hat einen Mann kennengelernt, der ihr geholfen hat. Ja, aber sie sagt nicht, was für ein Mann und wie er ihr geholfen hat. Sie schreibt zum Schluss, ich werde dich bald sehr überraschen. Ihre Kette? Woher haben Sie die? Ist sie tot? Kannst du nicht wenn ich ein bisschen anstrengen? Ich tue ja, was ich kann, Mensch. Bitte kein Dienstzug mehr. Halt mich fest. Ja. Wenn ich einmal hinfalle, dann komme ich nicht wieder hoch. Deshalb musst du ausziehen. Ja. Ich bin ja schon dabei. Waschen tust du dich alleine. Du, ich werde in die Wanne fallen und das auf. Du bist nur zu faul, du bist doch kein Kind mehr. Nein, aber ich stelle mir es gern vor. Jetzt wasch mich. Hat er dir ein Bild abgekauft? Ja. Erich, es hilft doch nichts. Das weiß ich auch. Kannst du dich nicht wenigstens mal rasieren? Es ist nicht Glück. Und Freiheit ist es auch nicht. Das ist kein Ausweg. Und ich sag, rasier dich. Willi? Ja? Hauweg ist sofort zu überprüfen. Alle Leute sind zu befragen, die irgendetwas über ihn sagen können. Was machen wir mit den Fotos? Wollen wir die veröffentlichen? Das ist kein Mordfall. Wir haben die Tote noch nicht. Ja, das deutet doch alles darauf hin, dass sie tot ist. Ja. Es ist noch zu früh. Warten wir noch. Kann ich mit dem Einbrecher sprechen? Erich! Warum machst du denn nicht auf? An die Tür humpeln. Du weißt doch, dass ich nicht gehen kann. Bitte. Kommen Sie doch rein. Er ist in seinem Zimmer. Danach ist er immer wie tot, bevor es ihn wieder die Wände hochjagt. Gehen Sie doch rein. Ja. Ihr Name ist Ruth Zokal. Hat man sie gefunden? Nein. Das ist übrigens ihre Schwester. Man hat mir alles erzählt. Ich kenne die Umstände. Ich muss Ihnen danken, dass Sie zur Polizei gegangen sind. Ich fühle mich nicht besonders. Sie haben meine Schwester gesehen. Hatte sie Verletzungen? Keine sichtbaren. Das ist ja schon gefragt worden. Ja, ja, ich weiß, aber wie sie aussah. Das wollte ich Sie fragen. Sie sah sehr traurig aus. Traurig? Sie haben mich was gefragt und ich sage Ihnen, was mir zu dieser Frage einfällt. Ich habe es nochmal versucht. Ich kann nicht mehr zeichnen.
Sie brauchen es nicht, wahr? Kommen wir ungelegen? Wenn man vom Teufel spricht... Dann kommt die Kriminalpolizei. Nein, wir haben doch gerade von Ihnen gesprochen. Bitte kommen Sie doch rein. Danke, bitte. Ich habe nämlich gerade Besuch. Mein Bruder ist da und meine Frau. Guten Tag, Herr Haubig. Ja. Das ist Susanne Sukalis, die Schwester des jungen Mädchens, das in ihrer Wohnung tot aufgefunden wurde. Ein Einbrecher behauptet, er hätte hier eine Tote gefunden. Aber ist ja unauffindbar. Also, bitte, kommen Sie doch rein, da können Sie die ganze Geschichte nochmal erzählen. Das ist Herr Derrick von der Mordkommission. Bitte, nehmen Sie Platz. Und das ist die Schwester von der Toten, die hier gelegen haben soll. Bitte, setzen Sie sich doch, ja. Aber die ist immer noch nicht gefunden worden. Stimmt doch, ne? Ja, erstmal der Reihe nach. Also es wird jemand vermisst, eine Ruth Sukal. Der Einbrecher, der hat sie nach einem Foto identifiziert als die Tote, die er hier in ihrer Wohnung gefunden hat. Ja, also er hat sie auf dem Foto wiedererkannt, aber die Tote selbst. Die ist noch nicht gefunden. Meine Schwägerin und ich sind natürlich unterrichtet, was sie in der Wohnung hier abgespielt hat. Abgespielt haben soll. Schön, dass Sie da sind. Ein rauschgiftabhängiger junger Mann verübt Einbrüche und äußert wilde Fantasien. Oder sind es keine? Und wenn es keine sind, warum sind es keine? Tja, genau das möchte ich auch wissen. Beantworten Sie ihm die Frage doch mal. Sie sind der Bruder? Alwin Haubeck ist mein Name. Was tun Sie beruflich? Ich bin Unternehmensberater. Haben Sie ein Büro und wo ist es? Nein, ich habe kein Büro. Ich brauche keins. Welche Unternehmen beraten Sie? Also geht es hier eigentlich um mich? Sie sind Frau Haubeck. Ja. Sie leben von Ihrem Mann getrennt? Ja. Und warum sind Sie hier? Mein Mann hat mich hergebeten. Weswegen? Wegen der Einbruchsache und wegen der Toten, die man angeblich hier gefunden hat. Ja, von der aber keine Spur zu finden ist. Darf ich mir die Frage erlauben, was an der Sache überhaupt ist und wie ernst Sie sie nehmen? Ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Sie und auch Sie. Wieso das denn? Wollen Sie eine Vorladung? Was soll denn da drin stehen? Zeugenaussage im Mordfall Ruth Sukal. Okay, gehen wir. Verzeihen Sie. Im Schlafzimmer. Ich sag Ihnen doch, ich habe keinen Schlüssel zur Wohnung meines Bruders. Ich habe eine eigene Wohnung. Ich wohne sehr schön. Kennen Sie das Mädchen? Nein. Sie haben sich das Foto noch nicht einmal angesehen. Ich erkläre Ihnen, ich kenne das Mädchen nicht. Seit wann leben Sie von Ihrem Mann getrennt? Seit einem Jahr. Darf ich nach dem Grund fragen, warum haben Sie sich von Ihrem Mann getrennt? Aus privaten Gründen, die für Sie nicht wichtig sind. Darf ich Sie trotzdem danach fragen? Wir passen einfach nicht zusammen. Wir haben zu verschiedene Mentalitäten. Wie ist seine Mentalität? Haben Sie die nicht selbst erkannt? Er hat keinen eigenen Willen. Ist weich und unentschlossen. Er ist einfach keine Persönlichkeit. Noch dazu ein Versager in seinem Beruf. Es war mir unmöglich, weiter mit ihm zusammenzuleben. Haben Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Nein. Wissen Sie, ob diese Wohnung anderweitig benutzt worden ist? Keine Ahnung. Na, wirklich nicht. Warum stellen Sie diese Frage mir? Darf ich Sie mal etwas fragen? Es heißt, der Einbrecher hat jemanden gesehen. Da muss er den doch beschreiben können. Kann er das nicht?
Unternehmensberater ist eine sehr vornehme Bezeichnung für Albin Haubig. Was macht er denn wirklich? So gut wie nichts. Und lebt davon sehr gut. Wahrscheinlich Prostitution. Meine Schwester? Ausgeschlossen. Natürlich hatte sie mal einen Freund, aber das war nichts Ernstes. Sie war vielleicht auch zu anspruchsvoll. Sie war eigentlich immer jemand, der geträumt hat. Wie kommen Sie auf Prostitution? Geben Sie mir den Brief nochmal, bitte. Ja, bitte. Sie sagt nicht, warum sie glücklich ist. Sie sagt nicht, warum sie optimistisch ist. Sie schreibt nur, ich habe einen Mann kennengelernt, der mir geholfen hat. Ich werde dich bald sehr überraschen. Frau Löffler? Ja? Sagen Sie bitte, wenn Ruth ausging, wohin ging sie? Hat sie mal darüber gesprochen? Warten Sie mal. Ich erinnere mich nicht mehr so. Aber erzählt hat sie, wo sie war. Guten Abend, Herr Haubig. Sie hier in so einem Lokal? Ja, wir kennen eine Menge solcher Lokale schon aus beruflichen Gründen. Sind Sie auch beruflich hier? Wie meinen Sie? Ja, Sie sagten doch, Sie sind Unternehmensberater. Beraten Sie auch hier? Ja klar, das ist ein Unternehmen mit Risiken, Plus und Minus. Sie können einen guten Rat brauchen hier. Was wollen Sie trinken? Ja, ich glaube, ich nehme einen Whisky. Moment, stopp. Aber den bestellen Sie mir nicht. Zwei Whiskybälle. Jedenfalls sind Sie hier gut bekannt. Ja, einigermaßen, ja. Und diese künstlerische Darbietung, ich meine, mit der haben Sie nichts zu tun. Doch. Sie müssen wissen, der Wirt ist ein Idiot hier. Ich tue ihm damit nicht weh, er weiß, dass er einer ist. Ich sag ihm, wie sein Lokal sein muss, was die Attraktionen sind, was so läuft. Dafür muss man ein Gefühl haben. Ah ja, und das haben Sie. Ja, das habe ich. Wollen Sie ihn was fragen? Erraten. Kennen Sie dieses Mädchen? Was er macht. Das macht er schon. Er rennt herum. Die laufen rum, wie die Hunde über die Nase hoch, wo sie was kriegen können. Seit wann ist er unterwegs? Seit heute Morgen. Er hat mir nicht mal mein Frühstück gemacht. Sonst macht er mir immer mein Frühstück. Er wäscht mich und macht mir mein Frühstück. Sie können sich nicht selber waschen? Ich will nicht. Dann hat er wenigstens noch eine Aufgabe. Und wenn es die ist, einen alten Mann zu waschen. Wissen Sie? Ich warte und frage mich, wie es aussehen wird, das Ende. Schließlich läuft es ja darauf hinaus. Ja, das muss nicht sein. Ich habe ihm einen Therapieplatz besorgt. Den will er doch gar nicht. Er redet und redet davon, dass man ihm helfen soll, aber dann hat er Angst. Aber vielleicht haben wir noch eine Chance. Er ist verzweifelt, dass er nicht mehr malen kann. Erich? Ja? Was ist? Es geht Ihnen nicht gut, was? Nein. Wollen Sie wieder ein Bild kaufen? Nein, ich will kein Bild kaufen. Was wollen Sie denn hier? Hören Sie zu, ich werde Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Ruth Sokal, die kam hier nach München, um sich eine Arbeit zu suchen, um hier zu leben. Was sie mitbrachte, war ihre Unerfahrenheit, ihre Neugierde, ihre Fröhlichkeit, ihre Hoffnungen. Sie war ohne jede Erfahrung und dementsprechend unvorsichtig. Sie verliebte sich in einen Mann, der sie zu einer Prostituierten gemacht hat. Das
Klingt trivial, es ist trivial und trotzdem ist es wahr. So. Und dieser Mann, das ist möglicherweise der Mann, den Sie gesehen haben. Sie können nicht zeichnen, gut. Ich bin mit Ihrer Beschreibung nicht zufrieden, aber vielleicht würden Sie ihn wiedererkennen, wenn Sie ihn sehen. Es ist eine Chance. Sie sehen ja, in dem Zustand ist er nicht ansprechbar. Ihre Bilder gefallen mir. Ein bisschen was verstehe ich davon, ich bin Grafikerin. Ihr Vater sagt, Sie können nicht mehr malen. Ich fühle mich saumäßig. Ich habe doch nichts anderes mehr im Schädel, als wie komme ich an den Stoff. Könnt ihr euch denn nicht vorstellen, dass ich an nichts anderes denken kann? Ob ich ihn wiedererkenne? Ich kann mich zwar nicht mehr auf meinen Verstand verlassen, aber auf meine Augen sehen kann ich noch. Hinten an der Bar. Okay, ich bleib hier. Kommen Sie bitte. Kennen Sie das Lokal? Nein. Dann passen Sie auf. Dieser Mann dort, der sich jetzt umdreht. Der ist es nicht. Na, vielleicht war es der zweite Mann. Sie haben seine Stimme gehört. Guten Abend. Guten Abend. Sie bringen uns Gäste? Naja, die junge Dame, die kennen Sie ja. Eine schöne Frau. Davon verstehen Sie ja was. Ja, davon verstehe ich was. Und wer ist das? Der Einbrecher. Ah, das ist der Mann, der eine Tote gesehen hat, die es gar nicht gibt? Die es noch nicht gibt, aber er hat ja nicht nur die Tote gesehen. Ja, ich weiß. Ja. Stimmen hat er auch gehört. Und jemand gesehen. Die gibt es wahrscheinlich auch noch nicht. Nein. Wisst ihr, dass Sie schlecht aussehen? Ganz miserabel sehen Sie aus. Nicht. Bitte machen Sie das nicht. Die Typen kenne ich. Leben nicht mehr und sind noch nicht tot. Warum haben Sie den hergebracht? Einbrecher gehört ins Gefängnis. Warum sperren Sie ihn nicht ein? Irgendwo ein Tisch frei? Ach ja, dann. Tolles Lokal. Ein Marktplatz, auf dem man kauft, was man braucht. War Ruth hier? Man kennt sie hier nicht. Ich habe ihr Foto gezeigt. Jedenfalls sagt man, dass man sie nicht kennt. Yeah.
weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich hatte halt einen Kurzschluss. Nicht? Da schreit einer, da ist er. Jemand springt auf mich zu. Da bin ich halt ausgerastet. Wie hätten Sie denn da reagiert? Ich habe mir gesagt, na, hau ab, weg hier. Ich hatte halt nicht den Durchblick, was da läuft. Ich kenne den Mann nicht, ich habe ihn nie gesehen. Wenn der behauptet, dass er mich gesehen hat, dann lügt er. Ich kenne das Mädchen nicht. Kann ich ein Glas Wasser haben, bitte? Haben Sie was zu sagen? Ich bin nur neugierig. Sie gehen aufs Ganze, was? Erraten. Ich kenne das Mädchen nicht. Gönnen wir ihm eine Pause. Ich habe gewusst, dass der Zeitpunkt kommt, an dem ich reden muss. Mein Mann braucht eine Menge Geld. Unter anderem muss er für mich zahlen. Und er zahlt. Aber nicht von dem Geld, das er verdiente. Das hätte nicht gereicht. Er kam eines Tages zu mir und sagte, mach dir keine Sorgen, ich habe eine Einnahmequelle. Alwin mietet meine Wohnung. Von Montag bis Freitag, in der Zeit, wo ich nicht da bin. Naja, also, er hat gesagt, gib mir deine Wohnung in der Zeit, in der du sie nicht brauchst. Und ich sagte, wozu brauchst du meine Wohnung? Und er sagte, frag doch nicht. Und da habe ich eben nicht gefragt. Aber gewusst haben sie es schon. Ich habe es gemerkt. Schließlich gemerkt, dass er aus meiner Wohnung eine Absteige gemacht hat. Ich lernte sie in einem Café kennen. Sie gefiel mir auf Anhieb. Sie war jung. Sie hatte etwas, was nicht mehr viele Mädchen haben. Eine fast merkwürdige Unschuld. Ich gefiel ihr auch. Sie war genau das, was Alwin suchte. Bring mir nicht immer die Mädchen, die wissen, wo Gott wohnt. Bring mir die Naiven, die Romantischen. Das ist der Renner jetzt, sagt er. Er sagte auch, bring ihr bei, was so läuft. Dass sie eine Menge Geld verdienen kann. Was habe ich dann getan? Tu es mir zuliebe, habe ich gesagt. Willi? Ja? Aber keine große Mühe, doch noch alle zum Reden zu bringen. Nein, das war nur nicht mehr schwer. Darf ich Ihnen mal sagen, wie ich die Sache sehe? Bitte, ja. Crossitz hat Ihren Vorschlag gemacht. Er hat ihr vorgeschlagen... Ich habe ihr denselben Vorschlag gemacht. Ich habe ihr gesagt, dass ein Mädchen mit der Art, wie sie noch hat, ein Vermögen machen kann. Auf den Vorschlag ist sie eingegangen. Ich meine, es war ihr eigener freier Wille, sich auf diese Art Geschäft einzulassen. Weiter. Ah, der erste Kunde war nicht sehr zufrieden. Das Mädchen heult die ganze Zeit. Ich habe Crossitz angerufen und habe gesagt, hör mal, dein Mädchen, das ist ein Fehlschlag, sag ihr das. Crossitz ging in die Wohnung. Und da lag sie dann auf dem Bett und war tot. Crossitz rannte sofort zu mir und na genau in der Zeit muss dieser miese Fixer in die Wohnung eingebrochen sein. Als wir dann in der Wohnung waren, ist er abgehauen. Und Sie sind ihm nicht nachgelaufen, ne? Wieso denn? Wir sind ins Schlafzimmer gegangen.
Man sah das sofort. Ich meine, ich sah das sofort. Das war Selbstmord. Polizei oder keine Polizei, war die Frage. Ich habe dem Grositz gesagt, es kann überhaupt nichts passieren. Das ist ein glatter Selbstmord. Aber der Grositz wollte nicht. Er war total unzurechnungsfähig. Er wollte sie wegbringen. Das war mir dann ganz recht. Wollte meinen Bruder da nicht reinziehen. Der Einbrecher würde sowieso die Schnauze halten. Dachte ich. Wie haben Sie die Tote weggeschafft? Mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage. Wo haben Sie sie hingebracht? Ich habe ein Wochenendhaus am Tegernsee. Da haben wir sie begraben. Sie können uns überhaupt nichts. Aber jedenfalls können sie uns nicht viel. Wogegen haben wir ihn verstoßen? Gegen das Bestattungsgesetz. Ja, kommt schon einiges zusammen. Irreführung der Behörden, Beseitigung von Beweismaterial und Verstoß gegen das Bestattungsgesetz. Und sehen Sie immer noch Mord? Eine besonders hinterhältige Form von Mord. Für den gibt es weder einen Staatsanwalt noch einen Richter. Nein, da haben Sie recht. Dieser Therapieplatz, Sie haben ihn noch, wenn Sie wollen. Zuerst kommt natürlich die Verhandlung wegen des Einbruchs. Aber ich bin noch ziemlich sicher, dass da einige Dinge für Sie sprechen werden. Einmal sind Sie nicht vorbestraft, dann haben Sie sich selbst gestellt. Und dann natürlich auch Ihr Entschluss, freiwillig die Therapie auf sich zu nehmen. Danke. Life.
cat has nine lives.